So, Freunde der Sonne, heute nehme ich euch mal mit auf eine Tagestour. Das ist eher selten, weil ich momentan immer die ganze Woche unterwegs bin und nur an den Wochenenden zu Hause. So kann ich mal meinen Kameramann mitnehmen, der mal alles ein bisschen schön filmt und dokumentiert. Und was da alles so abgeht, das seht ihr jetzt. So, jetzt werden wir mal die Pferde satteln. Wir starten jetzt erstmal Richtung Leipzig Nord. Da steht der Trailer. Den müssen wir dort abholen. Und dann werden wir mal sehen, was heute alles Schönes passiert. So, da wären wir. Erster Checkpoint. So, wir sind jetzt hier in einem Discounter-Großlager in Radeburg. Und wir müssen jetzt hier in der nächsten halben Stunde 10 Euro Paletten mit Kaffee und Tee abladen. Jetzt gucken wir mal rein, ob da auch alles okay ist. Und dann denke ich mal, so eine halbe Stunde geht das dann los hier. So, wir checken das mal kurz hier. So, ist ordentlich geladen, kann nichts passieren. Wie gesagt, 10 Paletten gehen hier runter, 20 gehen dann in Gera runter. Bei ebenfalls einem Discounter-Großlager. Riechen tut's hier wie beim Barista auf dem Klo. Nee, ich hab keinen Bock. Man sagte mir, ich soll an Tor 20 fahren. Und nachdem ich hier den Eingang gesucht habe, weil die Türen alle verschlossen sind, wurde mir offeriert, dass ich an Tor 40 fahren soll. Das heißt, jetzt sind wir an Tor 40. Und jetzt hoffen wir mal, dass das alles richtig ist. Wenn ich auch so arbeiten würde, wie manche, würde ich mit dem LKW nie ankommen. Da würde ich irgendwo unterwegs stehen bleiben. Sehen, dass das auf dem Lieferschein steht, alles drauf, was ich bringe. Jetzt sagt er, ja, du bringst dir Werbeware. Nee, da musst du an Tor 40 fahren. Ja, das steht doch aber auf dem Lieferschein drauf. Kriegst du zum frühen Morgen schon wieder einen Hals, eine fette Krawatte. Da kriegst du einen zu viel. 6 Uhr haben die aufgemacht. Also wir haben uns angemeldet, 5.30 Uhr. Wann haben die mich ans Tor gerufen? Sofort, Tor 20. Dann haben sie festgestellt, dass wir an Tor 20 doch eigentlich total verkehrt stehen. Dann haben sie uns an Tor 40 zitiert. Erst bin ich an den Zugangstüren hängen geblieben, also weil die nicht geöffnet haben. Bis mir dann jemand verklickert hat, dass es eine zentrale Türe gibt von den vielen Türen, wo du Zugang zu der Halle hast. Was natürlich dir keine Sau sagt. Das musst du dir erraten. Das musst du wissen. Logisch. Und dann bist du dort in der Halle, gehst du deinem Tor, Tor 40, ist das Tor zugeschlossen. Zugeschlossen. Warum? Weiß keine Sau. Dann suchst du als Fahrer in dieser scheiß Riesenhalle jemand, der dir das Tor erschließt, damit du die Güte hast, den ihr Zeug, was die kriegen, damit du das entladen kannst. Und irgendwann hast du jemanden gefunden, der sagt nicht, ich schließe auf, sondern ich kümmere mich. Ich suche den, der den Schlüssel hat. Da kriegst du schon wieder so eine Krawatte zum frühen Morgen. Und irgendwann hat jemand den Schlüssel gehabt und hat aufgemacht. Mit Palettentausch, also Leergut wieder draufladen, habe ich keine 10 Minuten gebraucht für 10 Paletten Leergut draufladen. Und dann gehst du vor in dieses Scheißbüro und wartest auf deinen Lieferschein. 7.45 Uhr sind wir dann irgendwann endlich mal fertig gewesen. Und das hast du jede Woche irgendwo. Wer macht denn sowas mit? Das kann doch nur stumpfe, empathielose, empfindungslose Menschen mitmachen. Weil das regt ihn so auf. Die verlangen von dir, du sollst pünktlich sein. Die Ware darf nicht beschädigt sein. Die Paletten dürfen nicht beschädigt sein. Du kriegst Anforderungen ohne Ende. Du hast dich an Regeln zu halten. Du musst alles wissen. Die setzen voraus, dass du alles weißt, wo die Palette hinkommt, in welchem Abstand die stehen muss, wo das Etikett zu sein hat. Das ist Grundvoraussetzung, wenn du anlieferst. Und dann darfst du den Scheiß noch selber abladen. Aber mal das alles so zu organisieren und so Strukturen reinzubringen, dass es für den Fahrer schnell geht, geht kein Weg rein. Und das sagt doch irgendwann mal ein normaler Mensch, fahrt doch euren Scheiß alleine durch die Gegend. Statement Ende. Nach dieser schweren Geburt bewegen wir uns jetzt nach Gera zu demselben Großmarkt, Discounter, Lagermarkt, wie auch immer.
Die kriegen 20 Paletten feinsten Kaffee. Ich hoffe, das geht ein bisschen schneller, ein bisschen organisierter. Ja, und dann sind wir fertig für heute, ne? Dann gehen wir lecker was essen, oder? Feierabend, Junge! Junge Kinder mit dem Feierabend! Volle Bude! Volle Möhre! So, zweiter Checkpoint. Ich hoffe, das läuft jetzt hier mal besser. So, jetzt stehe ich mir hier schon wieder seit 2,5 Stunden bei dem Kunden und warten, dass wir hier ein Tor kriegen, wo wir denen ihre Ware abladen können. Das Problem ist, ich habe die Nacht 2 Uhr angefangen. Das heißt, ich kann maximal 15 Stunden Schichtzeit am Tag machen. Die Zeit läuft mir tierisch davon. Im Extremfall komme ich hier gar nicht mehr weg. Wie das passieren soll, keine Ahnung. Ich habe noch keinen Plan, weil eigentlich das Wochenende. Das ist ja der Witz an der ganzen Geschichte. Und was die Fahrer alles so ankotzt, dafür, dass du die Ware, die die bekommen, mit der Ware, mit der die Geld verdienen wollen, musst du dich ja noch stundenlang irgendwo auf dem Lagerhof rumdrücken, bis du irgendwann mal an das scheiß Tor kannst, die Ware, die du auch noch selber runterziehen und ins Lager stellen darfst, dafür musst du hier einfach warten. Es ist überall. Es ist fast überall. Du hast auch noch Wartezeiten, das hat damit zu tun, durch diese ganze Corona-Pandemie. Die Leute sind zu Hause, die gehen mehr einkaufen, die Discounter verkaufen Lebensmittel ohne Ende. Allerdings sind die Lager und das Personal nicht dafür ausgelegt, für diesen Run an Lebensmitteln. Natürlich stellt auch keiner Leute ein, wahrscheinlich weil sie auch keine finden. Es stinkt ihnen so tierisch an, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich habe die Schnauze schon wieder so gestrichen voll, weil dein ganzes Programm, was du noch machen willst oder machen musst, gerät immer mehr in Verzug. Du schaffst einfach nichts mehr. Dazu kostet dich das Nerven ohne Ende. Und wenn du Pech hast, hast du noch so unhöflichen Lageristen, mit denen du schon rumärgern musst. Was ich natürlich nicht hoffe heute. Auf jeden Fall, ja, ich hab schon wieder die Schnauze gestrichen voll, egal. Es macht keinen Spaß. Echt nicht. Jetzt ist mein Pager. Das hat was genützt. Ich kann ans Tor. Es ist ein Scheißtag. Weißt du, wenn du irgendeinen Job hast und es geht nichts vorwärts, kannst du es am Ende vielleicht sagen. Ja, ist mir alles scheißegal. Es berührt mich ja nicht, aber das ist so. Wenn du den Job gerne machst, tu dich das irgendwo berühren, wenn das nicht funktioniert. Obwohl du keine Schuld hast. Aber es macht halt nicht so den Spaß. Aber es ist ja Corona Edition. Das ist ja irgendwann mal vorbei. Hoffe ich. Ja, wir haben jetzt gut Zeit. Wir können gerne mal was essen gehen. Wir fahren in aller Ruhe Landstraße oder wir fahren über den Autohof, gehen noch ein Happen essen. Die Zeit haben wir, die nehmen wir uns auch einfach. Ende aus, Mickey Maus. Wird kein Stress mehr gemacht. Und ab geht's. Jetzt ist erstmal Mittagspause. Ja, die haben wir uns verdient bei der ganzen Warterei. Und dann gucken wir mal, ob wir noch irgendwo jemanden finden, den wir vielleicht mal interviewen können, den wir hier mal fragen können, was er von seinem Job hält. Aber erstmal muss ich was essen. Ey, lass den mal da drüben anquatschen. Ich bin Fernando und ich fahre jetzt seit 6-7 Jahren LKW. Wo kommst du her? Ich bin aus Torgau. Aus Torgau? Torgau? Ja, Torgau. Torgau kenne ich gut. Wie lange fährst du jetzt schon LKW? 6-7 Jahre. 7 Jahre, lange Zeit. Immer bei derselben Firma? Auch ja, also zum größten Teil. Okay. Ja. Was wir halt so mal wissen möchten, wie Fahrer über ihren Job denken. Du fährst ja eine ziemlich lange schon, 7 Jahre ist schon eine heftige Zeit. Mhm. Was denkst du, wo sind die Probleme, warum den Job keiner mehr machen will? Und was würdest du ändern, damit Fahrer wieder auf die LKWs steigen? Ich würde auf jeden Fall erstmal die Probleme auf den Rastplätzen ansprechen, weil die sind teilweise ziemlich überfüllt. Das Parkplatzproblem, das Bekannte, ja. Ja, weiter wüsste ich jetzt eigentlich auch nicht, weil mein Job gefällt mir eigentlich. Das ist gut, das hört man selten, ja. Und ich mach's gerne. Was gefällt dir an dem Job? Oh, die Kundenfreundlichkeit, alles. Hast du, ja? Ja, klar. Du hast Kundenfreundlichkeit, ja. Kann ich was anderes erzählen? Sind deine Erfahrungen eher positiv? Auch, ja. Es gibt auch negative, ja. Wo man halt gemein ist. Ist ja auch immer tagesabhängig, formabhängig. Ja. So. Also ja, gut, geht mir im Endeffekt auch nicht anders. Ja. Was gefällt dir persönlich an dem Job? Warum machst du denn? Ja, ist die Straße halt. Ja. Da kommt man rum, sieht man was. Okay. Machst du nationalen Fernverkehr oder bist du täglich zu Hause? Ich bin im Fernverkehr, aber halt nur Deutschland weit. Nationaler Fernverkehr? Ja. Hast du Familie? Ja. Und das passt alles? Das passt, soweit, ja. Das muss man sich dran gewöhnen. Ja. Ja, das muss alles passen. Das Paket muss, das kenne ich selber, das muss alles funktionieren. Aber ey, ich freue mich, dass du es positiv siehst. Ja. Das finde ich richtig klasse, weil wir halt die Erfahrung gemacht haben, dass viele halt immer sehr, sehr negativ reden, aber selber an der Situation nichts ändern wollen. Also wenn ich zum Beispiel dich sehe, dein Auftreten ist korrekt, du hast ordentlich Klamotten an, ja. So, du bist offen für Gespräche und das finde ich wichtig, dass das Leitbild des Fahrers auch von jedem Einzelnen ein bisschen positiv rübergebracht wird, ja. Fernando, ich danke dir, komm gut nach Hause, grüß deine Familie. Ja, danke, ciao.
Das Schönste ist immer, wenn ich nach irgendeiner Tour nach Hause komme, mache ich immer den Abstecher hier durch die Innenstadt in unserem schönen Hauptbahnhof. Das ist übrigens der größte Sackbahnhof Deutschlands. Nein, doch, Europas. Der größte Sackbahnhof Europas. Damit erzähle ich jetzt keinen Mist. Und ich finde das vor allen Dingen nachts immer sehr schön, nur lang zu fahren, weil hat sich einiges getan in unserer schönen Stadt Leipzig. Gerade hier die Höfe am Brühl. Das finde ich, diese Moderne, passt sich so wunderbar in dieses Altstadtensemble ein. Also ich genieße das jedes Mal. Das ist dann so der Endspurt, die letzten Meter, kurz vor zu Hause. Da fahre ich so langsam runter und freue mich, dass ich wieder in der Heimat bin. Ja, Fazit des Tages. Es waren wieder mal viel Wartezeiten. Wir haben wieder sehr viel gestanden, aber am Ende haben wir alles geschafft. Nichts ist kaputt gegangen. Die Ware wurde ordnungsgemäß abgegeben. Das ist eigentlich immer das Wichtigste. Gesund im Mund nach Hause kommen. In diesem Sinne, bleibt alle gesund. Und wenn ihr was zu schreiben habt, schreibt's. Ansonsten sind wir schon am Arbeiten des nächsten Videos. Ja, und ich würde mich freuen, wenn ihr mir mal eure Meinung da lasst. Schreibt mal was. Kann auch was Negatives sein. Kritik ist willkommen. Ansonsten bleibt gesund. Passt auf euch auf. Und wir sehen uns. Macht's gut. Euer Heiko.